damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Vor einigen Tagen ist das Spiel Ark Survival Evolved erschienen, beziehungsweise in der Early Access Version veröffentlicht worden auf Steam. Ein Survival-Spiel, was sich rund um Dinosaurier und dem Einsiedlerleben als auf einer verlassenen Insel dreht. Es ist wirklich momentan noch in einer sehr frühen Alpha-Version. Es gibt starke Performance-Probleme, deshalb sieht es grafisch hier in dem, was ich gerade spiele, nicht sehr gut aus. Wir spielen es auf Medium-Graphic-Einstellungen, damit es zumindest ansatzweise flüssig läuft. Hier kommen wir auch nur ganz knapp auf 30 FPS und man sieht auch, wenn man sich hier rundum bewegt, sieht es noch sehr, sehr ruckelig aus. Man hofft dann natürlich auf Patch, der das Ganze behebt und es flüssiger laufen lässt. Das ist natürlich die Hoffnung, die wir da haben. Aber die Entwickler, die zeigen sich dann natürlich sehr, sehr aktiv. Also es kommen pro Tag momentan schon 4 bis 5 Patches raus. Grundsätzlich wollte ich eigentlich nur einen kleinen Survival-Guide machen, was so unsere ersten Aufgaben sind, unsere ersten Ziele. Natürlich sammelt man anfangs erstmal wieder die Basic-Ressourcen. Das heißt, wir haben im Inventar einen kleinen Überblick. Unter Craftables haben wir unsere Pläne, unsere Engrams, was wir craften können. Dieses weitere schalten wir halt frei, indem wir ein Level Up bekommen und sammeln solche sogenannte Engram-Points. Das haben wir jetzt hier alles schon gelernt. Wir könnten jetzt hier noch, wir haben 4 Punkte, wir könnten beispielsweise noch lernen, einen Speer zu craften. Diese Punkte sammeln wir wiederum durch Überleben, durch Abbauen von Holz und Stein, durch Töten von Dinos und prähistorischen Tieren und natürlich auch durchs Craften selbst. Erklärt sich eigentlich so gut alles wie von selbst. Wir haben jetzt hier noch die kleine Anzeige mit der Zeit, mit der Uhrzeit, mit der Gradanzeige. 16 Grad ist eigentlich recht gut. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Wir haben natürlich jetzt noch keine Kleidung, das heißt, wir sind dem gegenüber relativ anfällig, haben auch keine Armor und natürlich auch keinen Schutz vor Wärme oder Kälte. Wir sind Level 6 aktuell, haben deshalb hier schon relativ viele Engrams freigeschaltet. Grundsätzlich anfangs sollte man erstmal gucken, dass man die ersten Werkzeuge freischaltet. Sprich die Axt, die Pickaxe. Eine Torch ist nicht schlecht, um sich zu wärmen und natürlich auch auszuleuchten, weil nachts, wenn man noch keinen Schlafsack hat und keine Hütte, dann kann es natürlich auch sehr, sehr gefährlich sein und mit der Fackel kann man eben die Gefahren frühestmöglich abschätzen, um dann zu fliehen. Am Strand sammeln wir jedenfalls die ersten Steine. Wäre es jetzt auf epischen Grafikeinstellungen, wäre es wunderschön. Ist leider bei uns nicht der Fall. Aber es sieht trotzdem auch auf Medium gar nicht so schlecht aus. Natürlich sehr verpixelt, keine Kantenglättung, die Texturen. Also eher wie so ein Game von 2006. Aber gut, darum geht es jetzt hier auch gerade gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich euch zeige, wie ihr die ersten Minuten gut überlebt. Und grundsätzlich sammelt ihr erstmal Steine am Strand. Ihr sammelt Holz von... Ihr sammelt Holz von Bäumen, genauso wie Thatch, also Thatch und Wood. Thatch ist die Baumrinde, die Rinde vom Baum. Die braucht ihr wiederum dann eben für die Pickaxe und auch für alle anderen Sachen. Für die Hütte, für die erste Hütte, für das Campfire. Jetzt haben wir hier in diesen Bäumen leider, weil die alle anscheinend schon relativ alt sind und sehr rindig, kein Holz drin. Wir verlieren natürlich auch, wenn wir mit den Fäusten Bäume hauen, Health. Deshalb ärgert es mich gerade sehr, dass aus diesen Bäumen absolut kein Holz kommt. Das ist sehr, sehr schlecht. Wir können hier an diesen Büschen auch Beeren und Fiber. Mit Fiber machen wir Klamotten, mit Kleidung. Das können wir hier sammeln, in diesen Büschen. Jetzt ärgert mich das aber extrem, dass wir da... unseren Durst löschen wir übrigens, indem wir im Wasser schwimmen, egal welches momentan. Ich denke mal, später wird es noch eingeführt werden. Oh, was ist das denn hier so laggy? Dass man im Salzwasser natürlich seinen Durst nicht löschen kann. Boah, das sieht richtig schlecht aus gerade. Ne? Wir sammeln echt kein Holz. Ich gehe mal hier tiefer rein. Das sind ja jetzt natürlich auch hier alles so Palmen. Ich bräuchte vielleicht mal so ein... Aber man darf anfangs noch nicht in den Dschungel gehen. Das sollte man wirklich tun, nichts vermeiden. Da schnell ein Raptor da ist, um einen zu verspeisen.
Das ist leider so, beispielsweise da hinten. Was haben wir da? Da ist was richtig Großes. Könnte sogar ein Tyrannosaurus sein. Ach du Scheiße. Aber ich brauche diesen Baum hier. Damit wir zumindest ein Holz bekommen. Ja. Okay, ein Holz haben wir. Jetzt drücken wir auf 1. Das ist der Shortcut. Also ihr könnt die Shortcuts, wie eure Waffen beispielsweise, das kennt man natürlich aus Minecraft und Co., auf einen Shortcut packen und dann einfach durch Drücken des Shortcuts craftet ihr das Ganze schon. Was wesentlich einfacher ist als in den bisherigen Survival-Games, die ich so kenne. Mit der Pickaxe können wir dann die ersten Steine und natürlich auch den ersten Flint abbauen, um uns später natürlich dann auch direkt ein Campfire zu bauen oder auch die Axt und so weiter. Damit können wir auch Holz abbauen, wesentlich schneller als mit der Faust und natürlich auch wesentlich gesünder. Das heißt, wir verlieren dadurch kein Health mehr, nur noch Stamina. Das laden wir durch Rumstehen auf. Wenn man sehr durstig ist, dann nicht. Wie ich gerade sehe, haben die das schon sehr, sehr runtergestellt. Also als ich gestern noch gespielt habe. Oh, wir haben uns beschissen. Auch das passiert in dem Game. Wenn man seine Hosen nicht wechselt, wenn man sich beschissen hat, dann kann man auch krank werden. Also alles. Übrigens habe ich jetzt hier schon Barbären, die kann ich auch mal essen. Das habe ich auch alles auf Shortcuts gepackt. Man isst die wirklich sehr, sehr schnell. Muss nicht warten, wie jetzt beispielsweise ein H1Z1. Mit dem Stamina natürlich, das lädt sich sehr langsam auf. Wenn man nicht durstig ist, umso schneller. So, Wood haben wir. Wir können jetzt schon die erste Fackel machen. Selbst hier diese großen Steinwände, die man sieht, die kann man alle zerstören, was ich extrem geil finde. Also das ist etwas, was ich an einem Spiel cool finde. Natürlich die Effekte, wie die Steine da so rumpurzeln, das sieht noch sehr nach Tech-Demo aus. Ist aber alles auch wirklich noch in der frühen Alpha und deshalb wird da gar nicht drüber gemeckert. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das hinterher noch sehr, sehr cool sein wird. Und grundsätzlich sammeln wir jetzt hier noch weitere Ressourcen. Jetzt haben wir schon eine Fackel gemacht. Ich guck mal, können wir schon... Ja, wir können sogar die Hatchet jetzt schon machen. Damit können wir dann Bäume fällen. Grundsätzlich müssen wir dann hinterher darauf achten, dass wir was machen. Natürlich Dinos töten. Wenn man Dodos tötet, dann kommen auch die anderen Dodos. Deshalb da aufpassen, dass wenn zu viele Dodos unterwegs sind, dass man die zumindest im Auge hat. Damit sammeln wir nämlich Haut, die brauchen wir auch, aber auch natürlich Fleisch, was wir dann später auf dem Campfire rösten können. Gebratenes Essen macht nämlich satter als Beeren. Das ist natürlich klar. Da sind noch mehr Dodos. Die nehmen wir uns direkt mit. Weil die sind kleine Gegner für uns. Auch wenn der jetzt schon Level 9 ist. Und mehr aushält. Und beide natürlich. Habe ich kein Stamina mehr? Doch. Level 11. Wir sind ein neues Level aufgestiegen. Das ist also gerade wie in einem typischen Rollenspiel. Wir töten Mobs, um Experience Points zu sammeln. Und holen uns schön hier Fleisch und auch Punkte. So, jetzt sind wir ein Level aufgestiegen, oder? Tatsächlich, aber wir haben nur ein Engram-Point bekommen beim Level Up. Oh, das ist wenig. Oder muss ich hier noch... Achso, ich muss erstmal gucken. Also Food haben wir schon relativ viel. Ich mach mal Melee-Damage ab. 9 Engram-Points haben wir bekommen. Damit können wir... Was können wir da machen? Ein simples Bed können wir machen. Hide Sleeping Bag haben wir. Da machen wir uns doch mal das Bett. Dann zeige ich euch auch noch mal eben, wie man Fiber sammelt. Das haben wir ja gerade schon mal kurz besprochen. Da müssen wir nämlich in so Büsche hier gehen. Erstmal nochmal ein bisschen Holz mitnehmen, weil der Baum sieht sehr, sehr holzig aus. Boah, das sind richtig holzige Bäume. Ohne Rinde, ohne Thatch. Da holen wir richtig viel Holz raus, 32 Holz. Das geht auch alles relativ schnell. So, jetzt haben wir hier die Büsche. Da sammeln wir nicht nur Beeren, sondern auch Fiber. Und Fiber ist halt... Grundvoraussetzung für Kleidung, die wir uns craften können und die wir auch brauchen, um uns eben vor Wärme, vor Kälte und anfangs noch nicht, also mit der Stoffkleidung können wir uns noch nicht vor Gegnern schützen, aber später kann man sich dann halt auch Rüstungen, Lederrüstungen und all sowas craften. Ich bin mir sicher, da werden natürlich auch noch viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Fiber haben sie, glaube ich, auch hochgepatcht. Habe ich gestern noch nicht so viel von in den Büschen gefunden. Auch da, denke ich mal, werden sie noch einen zweiten Produktionsweg einfügen, denn wenn man sich jetzt von hier so Fiber pflückt, dann glaube ich kaum, dass man sich daraus direkt ein weißes T-Shirt machen kann. Finde ich jedenfalls sehr, sehr unwahrscheinlich. So, wir haben jetzt auch viele Beeren, das heißt, wir können gut was essen. Die essen wir direkt alle hier, zack, 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 damit wir ja nicht verhungern. Und die auch nochmal rein. Und wir sehen, dass die Fleischkeule unten rechts, also da unten rechts ist unsere Stats-Anzeige. Die geht auch schön hoch. Also dank der Beeren können wir eigentlich nicht verhungern. Jetzt haben wir schon ein bisschen Fiber gesammelt. Da gehen wir direkt mal auf unserem Craft-Bildschirm. Da können wir uns dann jetzt zum Beispiel eine Hose craften. Was braucht man eigentlich für einen Schlafsack? Ach, Hide. Braucht man noch mehr Haut für. 127. Hose ist drin. Können das dann auch direkt in die Warteschleife packen, dass wir uns ein T-Shirt machen. Und noch einen Hut. Die Schuhe, naja, auf die verzichten wir jetzt gerade erstmal. So, ziehen wir direkt an. Hose, Hemd, Hut können wir uns anziehen. Unsere kleine Mütze. Wie gesagt, Schuhe brauche ich jetzt noch nicht. Hier könnten wir dann jetzt direkt eine Hütte bauen, beziehungsweise eine Hütte craften. Dafür brauchen wir wiederum eine Foundation. Wir brauchen 4 Wände. Kann ich jetzt leider nur eine machen. Dann brauchen wir natürlich ein Doorframe und eine Door. Das mache ich jetzt schon mal so alles. Leider haben wir jetzt noch nicht so viel Rohmaterial gefunden, dass wir da jetzt direkt loslegen können. Aber auch das ist schnell zusammengesammelt. Ja, so diese paar Bäumchen, die man hier sich holt. Grundlegend brauchen wir eigentlich immer Fetch dafür. Deshalb jetzt hier so viel Wood zu finden, ist ein bisschen ärgerlich. Weil für die erste Hütte brauchen wir viel, viel, viel Fetch. Das heißt, da müssen wir dann... ich weiß auch nicht. Das ist von Region zu Region hier unterschiedlich. Ich dachte, erst ist es tageszeitabhängig, weil ich abends immer mehr Fetch finde als morgens im Spiel. Aber tatsächlich kommt es auf die Region an. Und hier sind jetzt sehr, sehr holzige Bäume mit wenig, wenig Fetch. Kann auch sein, dass es Zufallsgenerator ist. Nicht zu weit in den Wald rein. Hier haben wir jetzt wieder... you're tired. Ich brauche übrigens auch mal was zu trinken. Die Fleischkeule hat sich gut regeneriert, dank der Beeren. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir in einem Fight mit dem Dino ausrichten würden. Ich glaube nämlich noch nicht. Ich bin halb tot. Das ist schlecht. Aber einfach hier einen Schluck trinken, Kopf rein. Und schon sind wir nicht mehr durstig und sagen einfach, komm, du Tünnes. Boah, der haut mir richtig ein mit seinem Schwanz. Und dann verpisst er sich, oder was? Boah, der hat mir direkt den Knochen gebrochen. Und dann sind wir tot. Mit 2 Schlägen natürlich. Was machen wir da auch schon? Das ist soweit Ark Survival Evolved und ein kleiner Überlebensguide. Also immer schön die Grundressourcen sammeln. Dann kommt man schnell in 10, 15 Minuten an seine erste Hütte und da muss man halt gucken, dass man weiter auflevelt, die ersten Gegner tötet, damit man natürlich auch was anderes zu fressen kriegt als Beeren. Und durchs Aufleveln sammeln wir natürlich Engrams, stärkere Waffen kriegen wir dadurch, aber auch bessere Stats, das heißt mit mehr Melee Damage kriegen wir dann auch schon die ersten Raptoren kaputt, wenn wir auch eine bessere Rüstung haben und uns zu verteidigen wissen. Also so eigentlich noch relativ simpel gemacht. Wir sind mal gespannt, ob sich das in kurzer Zeit oder auf langer Zeit ändert. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Der Wutz, der ist raus. Tschüss.